So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video an diesem wunderschönen Sonntag. Um 12 Uhr wahrscheinlich. Sonst um 15 Uhr. Heute zeige ich euch, wie man Zeitlupe, Zeitraffer und Video auf eine Größe zu schneiden, ohne das Video, dass es verzerrt aussieht. Also Teile vom Video abschneiden, jetzt oben was weg, hier an der Seite was weg oder hier was weg. Damit das Video auf eine Größe zugeschnitten wird, die zum Beispiel HD ist oder sowas. Das zeige ich euch heute alles. Ich mache hier jetzt erstmal das Ganze ein bisschen kleiner, damit wir alles sehen. Auf 33%. Jetzt sieht man, hier erstmal so ein paar Grundfakten. Man sieht hier das linke Video, also das Ausgangsvideo, und hier sieht man das Endvideo. Wir fangen jetzt erstmal mit der Zeitlupe an. Dazu gehen wir jetzt auf Video, auf Frame Rate, dann auf Change Frame Rate 2. Und jetzt müssen wir ausrechnen. Wir haben jetzt, ich mache nochmal Cancel. Wir haben jetzt hier ein Video, muss ich gerade gucken, muss mal auswählen, damit ich sehe, wie lang das ist. Das geht 51 Sekunden lang. So, wir wollen jetzt allerdings ein, also ich lasse die Kommazahlen dahinter immer weg, weil das ist mir eigentlich relativ egal. Man kann es natürlich auch mit den Kommazahlen machen, ist ein bisschen komplizierter. So, wir haben jetzt ausgangs 30 FPS, haben wir ausgänglich. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Also wir haben es 51 Sekunden. Wir fangen erstmal mit der Zeitlupe an. Geteilt durch, ich würde sagen, Zeitlupe, da sollten wir insgesamt 60 Sekunden Zeitlupe haben. Dann nehmen wir jetzt 60. Also wir teilen die, wie es jetzt ist, die Länge, geteilt durch die Länge, die wir dann haben wollen. Bei der Zeitlupe. Dann machen wir ist gleich. Dann haben wir 0,85. Dann machen wir mal die 30.000 FPS. 30. Und da ist es wichtig, dass man das nicht mit dem Komma trennt, sondern einfach komplett schreibt. Und jetzt machen wir ist gleich. Und dann sehen wir haben 25.500 FPS. Dann geben wir das hier ein. Hier mit Punkt. Stimmt doch so, oder? Ja, passt. Jetzt klicken wir einfach auf OK. Und dann hat das ganze Video 60 Sekunden am Ende. Und es ist halt aus dem 51 Sekunden ist 60 Sekunden geworden. Deswegen ist es eine Zeitlupe. Dann kommen wir jetzt hier auf File, Save as AVI. Aber den Rest solltet ihr, glaube ich, wissen. Jetzt kommen wir zum Zeitraffer. Also, wir gehen wieder auf Framerate. Löschen das hier diesmal allerdings raus. Wir haben jetzt zum Beispiel, es sind ja immer noch 51 Sekunden. Ich rechne immer mit Sekunden. Man kann natürlich auch mit den Minuten rechnen, aber das ist ungenauer. 51 Sekunden geteilt durch, wie lang soll der Zeitraffer am Ende sein? Ich würde sagen, wir machen es mal auf 20 Sekunden. Dann machen wir ist gleich, dann haben wir 2,55. Dann machen wir mal die 30.000 FPS. Dann machen wir ist gleich. Und wir haben ein Ergebnis von 76.500. Dann geben wir das hier wieder ein. Ich bin immer unsicher, wie man das schreibt. Ah ja, falsch. Komma 500. Ja, passt. Okay. Und jetzt klicken wir wieder auf OK. Und dann haben wir, dann sehen wir hier, dass das Ganze, wenn es denn läuft. Nee, läuft nicht. Also wenn wir das jetzt exportieren auf jeden Fall. Hier fällt es her, Save as AVI. Obwohl wir da Direct Stream Copy drin haben, dann dauert es natürlich ziemlich lange, weil wir 100 FPS haben, statt normalerweise 30. Wir haben 76. Die Sache ist bloß, wenn du das Video dann in den Converter reintust und dann wieder auf 30 FPS runter wandelst sozusagen, dann hast du immer noch einen Zeitraffer. Also anders habe ich bisher nicht rausgefunden, wie man einen Zeitraffer oder eine Zeitlupe macht. Es dauert halt etwas länger. Also beim Zeitlupe dauert es kürzer, aber beim Zeitraffer dauert es halt länger, weil es mehr FPS sind, die er dann verkraften muss. Allerdings, wenn du das dann in den Converter reinschmeißt und dann 30 FPS wieder rausmacht oder 25, dann hat er immer noch einen Zeitraffer. Genau. Dann gehen wir jetzt zu. Da machen wir die Framerate mal wieder zurück. Dann kommen wir jetzt aufs Größte zu schneiden. Also, wir müssen dazu auf Full Processing Mode gehen. Ich kann hier mal meine ganzen Einstellungen zeigen, falls das bei euch nicht so funktionieren will oder soll oder sowas. Wir müssen auf Full Processing Mode, damit er das alles nochmal neu konfiguriert. Dann Filters, dann Add.
Dann gehen wir zu Null Transform. Okay. Wo ist mein Ding jetzt hin? Hat leider nicht funktioniert. Keine Ahnung wieso. Null Transform. Okay. Und jetzt müssen wir Cropping machen. Jetzt haben wir ein Video, was schon HD-Maße hat. Jetzt, was wollen wir raus? Wir wollen, ich würde sagen, wir nehmen am Ende 900 mal 500. Das kann man natürlich auch mit jedem anderen beliebigen Format machen. Ich zeige nur, wie man es rechnen muss. Dann haben wir jetzt 1280 minus 900 ist gleich. Dann haben wir jetzt, wenn wir auf einer Seite das wegschneiden müssen, dann geben wir auf einer Seite 380 an, auf der anderen bleibt 10 0. Also hier, der Wert ist für die Seite, was weggeschnitten werden muss. Der Wert ist für die Seite, was weggeschnitten werden muss. Der Wert hier ist für die Seite, das hier wird weggeschnitten und hier wird da weggeschnitten. Aber da ich jetzt will, dass nicht nur, also nicht nur hier weggeschnitten wird oder hier, sondern auf beiden Seiten gleich viel, machen wir nochmal geteilt durch 2 und dann haben wir 190. Dann geben wir jetzt hier 190 ein. Und wir sehen, hier wird ziemlich viel weggeschnitten. Und hier gehen wir auch 190 ein. Dann sehen wir hier, es heißt 900 mal 27. Jetzt müssen wir noch das andere ausrechnen. Da haben wir 720 minus 500. Dann haben wir 220. Und da ich das die Toolbar hier unten nicht weggeschnitten haben werden will, dass es unten hier unten weggeschnitten wird, gebe ich jetzt, lasse ich das jetzt so und teile es nicht durch 2, sondern gebe hier oben einfach nur 220 ein und dann haben wir 500. Wir können es natürlich auch wieder machen, also so finde ich es jetzt am besten, weil ich die Toolbar hier unten haben will. Wir können natürlich auch so machen, dass wir jetzt auf beiden Seiten gleich viel wegschneiden, dann haben wir 110. Jetzt wird es genau, jetzt wird einmal rundherum alles weggeschnitten, aber immer noch auf die Größe. Also ich hoffe, man hat es jetzt verstanden, wie es jetzt geht. Ist mir jetzt eigentlich relativ egal, ob ich das jetzt so lasse oder nicht. Wir klicken jetzt einfach mal auf OK. Einmal auf OK. Und jetzt haben wir hier 33 Auflösung, 33% Zoom, okay. Gut. Dann sieht man jetzt hier, hier ist das Originalvideo. Ich kann mal beide ablaufen lassen. Das ist das Originalvideo von der Größe her. Und das ist das, bei mir lag jetzt etwas. Und das ist das hinterher bearbeitete Video. Man sieht hier, die Toolbar ist weg und noch oben ist auch ziemlich viel weggeschnitten worden. Aber jetzt haben wir halt die Größe, die wir haben wollen. Genau, und das kann man halt, wie gesagt, mit jeder anderen Größe auch machen. Ich wollte nur zeigen, wie man es rechnet. Und genau, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich drehe das Video gerade um 9:30 Uhr ist es jetzt. An dem Tag, wo es rauskommen soll, um 12 Uhr. Mal sehen, ob ich es noch schaffe, das Rechteck hochzuladen. Wenn nicht, dann nicht. Dann halt kommt es halt ein bisschen später. Aber ich würde auch so, schon wieder sagen, das war's dann mit dem Video. Danke fürs Zusehen und tschüss!